Hallo meine Damen und Herren und willkommen zur ersten Übertragung von Wer wird Millionär? Heute mit dem Herrn Pius. Moin! Leute, wir spielen heute Wer wird Millionär auf dem Nintendo Game Boy. Los geht's. Günther, mach mal deine erste Frage an mich. Komm heraus. Ja, die erste Frage heute. Was nimmt man nicht vor den Mund, wenn man ehrlich seine Meinung sagt? A. Brett. Also. B. Buch. C. O. Ball. Oder D. Blatt. Oh, Günther, da fängst du gleich mit einer sehr, sehr schweren Frage an. Ich log einfach mal D. Blatt ein. So. Ist das Ihre endgültige Antwort? Ja, oder, Günther? Bist du auch auf meiner Seite, oder? Da bin ich dann auch auf Ihrer Seite. Ja, wunderbar. So, 50 Euro auf meinen Nacken. So läuft das hier, Leute. 1 Million sind drin auf jeden Fall. 50 Euro, beste Leben, ja. Und jetzt geht es sogar um die 100. Für welches Kartenspiel benötigt man wortwörtlich viel Geduld? A. Patience. B. Poker. C. Rommé. Oder D. Bridge. Schatz! Für welches Kartenspiel benötigt man wortwörtlich viel Geduld? Lesen Sie die Frage nochmal. So, ja, was nehmen wir jetzt mal, ne? Also Poker auf jeden Fall nicht. Die Brücke ist es auch nicht. Ich hab da eben Pommes gelesen. Ich nehm mal A, Günther. Wir nehmen mal A. Und? Eine weise Entscheidung. 100 Euro, Leute. Wie läuft wir zusammengefasst richtig gut. haben, dass Patience Geduld heißt und deswegen auch die Frage, das war eine sehr gute Auffassungsgabe. So. 200 Euro. Wo wurde Bertolt Brecht geboren? A. Detroit. B. C. Augsburg. Oder D. Breslau. Es geht um 200 Euro. Ja. Wollen Sie den Publikumsjoker nehmen? Ich frag mich erstmal. Brecht. Bertolt Brecht. Wer war das nochmal? Das ist die fucking 200 Euro Frage. Also Detroit ist ein Spiel, das kenne ich. Aber das Spiel ist aus dem Jahre 2001 oder so. Ich glaube, da gab es Detroit noch nicht. Breslau, das ist eine deutsche Stadt, genauso wie Augsburg. Kenne ich jetzt als deutsche Stadt nicht. Aber Bertolt Brecht klingt sehr almanisch. Ja. Ich tendiere gegen Augsburg und Breslau. Kennst du den Günther? Ja, der sagt mir was. Der sagt dir was. Ja, der sagt mir was. Aber ich kenne ihn nicht. Schreibt in die Kommentare, Leute, kennt ihr die Person? So, das ist schon wieder sehr belastend hier. Günther, auch noch eine Frage hier an dieser Stelle an dich. Ja. Ah, doch, so geht das. Ich wollte mich nämlich gerade fragen, wie komme ich denn da oben überhaupt hin? Ja. Wollen Sie aber ich muss einfach nur nach oben. Den Telefonjoker verwenden oder die 50-50-Chance? Das ist hier alles gerade ein bisschen problematisch. Das ist die 200-Euro-Frage. Wen soll ich nehmen, ey? Günther, gibst du mir einen Tipp? Ich kann Ihnen sagen, es ist eine der deutschen Ortsnamen. Also die beiden hier, ja? So weit war ich auch schon. Ja. Leute, soll ich pokern? Es geht um 200 Euro um eine Kilian-Donation. Was mache ich jetzt? Wir sind hier bei Wer wird Millionär und er hängt an der 200-Euro-Frage. Beste Leben, Alter. Die Voraussetzungen sind gut. Das Spiel wurde rausgebracht, da war ich gerade mal auf der Welt und hab in Windeln gekackt. Also, was willst du von mir? Da war ich noch nicht mal ein Embryo. Ah, ist doch schön. Ja. Ich nehme mal Augsburg. Oh Gott, ich hab Angst. Okay. Du sagst ganz stumpf, okay. Soll ich einloggen? Loggen Sie die Frage, loggen Sie die Antwort ein. Und schauen Sie, ob Sie Sind Sie sicher? Nein. Oh Gott. Korrekt. 200 Euro, Leute. So mal im Fernsehen auch gerufen, einfach so. Und jetzt zur 300 Euro Frage. Wohinter verbirgt sich ein Tier? Mulch, Milch, Malch oder Molch? Also Milch können wir schon mal ausschließen, meine Lieben. Nein. Doch. Oh. Nein, doch. Also manchmal ist hier echt Ende im Gelände, oder mein Lieber? Ja, wir hatten schon einige Kandidaten, die sich hier äußerst verstörend benommen haben. Achso, wer denn zum Beispiel?
ich weiß nicht, ich glaube, er nennt sich selbst Nico. Er ist hier nackt auf die Bühne gerannt und hat gesagt, wenn er die Millionen nicht bekommt, wird er die Zuschauer anal vernehmen. Ah ja. Alter, was ist das letzte? Molch. Hm. Das Tier sagt mir jetzt erstmal nichts tatsächlich. Molch ist mir sympathischer. Ich bin heute sehr am Pokern, Leute. Deswegen logge ich Molch ein. Ihre endgültige Antwort? Okay. Oh! 300 € auf meinen Nacken, Leute. Damit kaufe ich mir jetzt erstmal Gucci-Klamotten. Fehlen nur noch 999.700. Geil. Wie lautet der griechische Buchstabe, der griechische Name des Buchstabens E? A. Eta, B. Epsilon, C. Gamma oder D. Theta? Oh Gott. Der griechische Name des Buchstabens E, das kann man wissen, ja. Ich bin jetzt aber nicht so der griechische Experte, muss ich sagen. Also es muss schon was mit E... Ja, gut, jetzt gibt es zwei mit E. Da bin ich mir jetzt einfach mal so überhaupt nicht sicher. Sie haben immer noch die Chance auf eine 50-50-Frage, den Telefonjoker oder den Publikumsjoker. Ja, Günther, was würdest du mir empfehlen? Ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie sich unsicher sind, auf eine dieser oberen Optionen zurückzugreifen. Was bist du denn für ein Keck? Ich darf Ihnen weder Tipps geben, noch Ihnen die Antwort sagen. Das ist nicht der Sinn dieser Show. Ich meine, ich habe Epsilon schon mal gehört. Eta, nein. Gamma, ja, Gamma-Strahlung, Physik und sowas. Theta gefühlt sagen, auch schon mal. Ja. Eta und Epsilon sind Teile des griechischen Alphabets. Oh Gott. Ich will ja möglichst weit kommen, deswegen nehme ich Epsilon. Sagen Sie die Frage ein? Ja, bitte. Okay. Oh Gott. Oh! Und damit sind Ihnen 500 € schon mal sicher. Leute, ich bin so rich. So rich. Was geht denn jetzt ab hier, Alter? Ui. Das ist das, was ich hier erwarte. Uiuiui. Ja, also die Auflösung ist schon ziemlich geil. Wir haben die ersten Fragen bestanden. Yeah! Nur noch weitere 10 für die 1 Million. Und nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht es weiter. Leute! Wir sehen Sie gleich wieder. Hofft auf mich, betet für mich. Wir sehen uns nach der Werbung wieder. Sie wollen endlich Ihre Depressionen überwinden. Sie wollen endlich wieder glücklich sein. Sie haben Suizidgedanken und wissen nicht, wie Sie in Ihrem Leben weiterkommen wollen. Dann schließen Sie jetzt ein VIP-Abo bei dem YouTube-Kanal Pius ab. So, willkommen zurück, liebe Zuschauer. Ich hoffe, die Hallo. Werbung hat Sie angesprochen. Hallo, Leute, ich bin so aufgeregt. So, Günther, mach mal die nächste Frage. Hau mal raus jetzt hier. Ja, die 6. Frage. Wofür steht das Kürzel MS vor dem Namen eines Schiffes? A. Marineschoner, B. Militärschnellboot, C. Motorschiff oder D. Mare Secula? In den Pokémon-Spielen gibt es ein Schiff namens MS Anne. Ich glaube, mit dieser kleinen Wortstellung können Sie schon mal die eine oder andere Übersetzung ausstreichen. MS Anne. Also in Pokémon geht's ja... Kreuzfahrtschiff. Kreuzfahrtschiff? War ein Kreuzfahrtschiff. Also, bei Pokémon geht's ja nicht um Militär, deswegen würde ich Militär-Schnellboot einfach mal ausschließen. Okay. Ja. Denken Sie dran, es geht hier um 1.000 €? Ja, ich weiß. Marineschoner. Motorschiff. Ja, Motorschiff ist jetzt einfach, das ist eine sehr simple Abkürzung, würde ich sagen. Ich glaube, 50-50 hilft mir nicht so viel. Telefon auch nicht, weil meine Telefonkontakte auch alle geistig eingeschränkt sind. Deswegen würde ich einfach mal den Publikumsjoker nehmen und einfach mal auf meine Community hoffen, dass die hier mir die Antwort geben tut. Günther, bist du einverstanden? Ja, ne? Ja, damit bin ich einverstanden. Letztlich Wunderbar. Ist es Ihre Entscheidung. Ja, dann machen wir das mal, ne? Okay, bin ich sehr gespannt. Meine Community macht das richtig. C. Ah ja. C ist also richtig. War das das Motorschiff? Wenn ja, ärgere ich mich. Das hätte ich sonst genommen. Ah! Es war C. Das Motorschiff, also was ich auch gedacht habe. Deswegen, ich logge es mal ein, Günther. Ja, tun Sie das. Jo. Wird schon richtig sein, hoffentlich. Korrekt. Ja, Mann! 1.000 €, Leute! Oh, das wird immer besser hier. Richtig viel Geld heute, Leute. 1 Million ist drin. Leider schon einen Joker weg. Wie heißt der ebenfalls schauspielende Bruder des Filmdarstellers Jeff Bridges? A. Bo, B. Ken,
C. James oder D. Steve? Oh! Also, ich gucke jetzt nicht so viele Filme. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir so, Günther? Guckst du viele Filme? Es kommt drauf an. Darf ich Ihnen einen Tipp geben, damit Sie auch wissen, in welcher Altersklasse Sie sich befinden? Ja, der liebe bitte? Jeff ist aktuell 69 Jahre alt. Ach so. Das weißt du jetzt wirklich auswendig oder hast du hier irgendwo deine Notizblöcke? Das wusste ich tatsächlich sogar. Oha! Oha, oha, okay. Also ich kenne mich tatsächlich, ich kenne einfach kaum Filmdarsteller, ist einfach so. Ich kenne einfach kaum Filmdarsteller. Und aufgrund unserer Kommunikationsbeauftragten ist mir die Lösung dieser Frage nun auch bekannt. Ah ja, Ken Biao. Ich glaube, das heißt Bo. Wo? Bo. Französischer Name wahrscheinlich. Ah, Jeff Bridge. Gut, der Nachname von dem ist eher, ich würde ihn eher amerikanisch einschätzen. James oder Bro-Ding. Ich tendiere da auf einen 50-50-Joker, Leute. Mal gucken. Und dann gucken wir mal. Ja, das locken wir ein. 50-50. Tun Sie das. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant hier. A und D sind nur noch drin, Leute. Sie können dann jetzt weiterhin auf Ihrer These pochen, dass es A oder B sein müssen. Oder Sie können zu D gehen. Ich nehme A. Real okay. Talk. Real Talk. Korrekt. Jo. Ja, Mann! 2000 Euro, Leute. Ich melde mich sofort bei RTL an, oder? Es läuft richtig gut, oder, Günther? Das läuft tatsächlich gut für Sie. Ja. Und die achte Frage um 4000 Euro. Ja, Mann. Sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit. Was ist nicht Name einer Raumfähre der NASA? A. Atlantis. B. Apollo. C. Tut mir leid, Regie. C ist leider etwas unleserlich. Sie müssen das nochmal hier nachbearbeiten. Ende. Avua oder so, Alter. Entschuldigen Sie, Regie, es ist ein französischer Name. Muss los. Da haben wir es in der Aussprache. Ja? Und die Enterprise. Also Atlantis ist ja die versunkene Stadt. Ja. Und sollte man ein Raumschiff... Ja? Sollte man ein Raumschiff nach einer versunkenen Stadt nennen? On the war. Ja, ich nehme das einfach mal. Man muss ja im Leben mal pokern, würde ich sagen. Okay, loggen und, Sie ein. Atlantis kann ich mir noch vorstellen, Apollo auch, Enterprise. Aber das hier ist so französisch und die NASA ist in Amerika, also... Also loggen Sie ein? Ja. Okay. Oh! Korrekt! Nein! Was? Was ist nicht Name einer Raumf... Herr Apollo ist doch... Hä? Was? Warum nur 500 Euro? Willst du mich abkassieren? Wir waren doch bei 2000! Weißt du, mich gerade verwirrt? Ja. Auf Wikipedia ist es ein Schiff. Was denn? Dieses Endeavour. Ja, Leute, das war's fürs Werbemillionär auf Nintendo Gameboy. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert mich, Dankeschön. Ja, und abonniert ihn auch. Er ist in der Beschreibung verlinkt. Das war's für euch, Leute. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie sicher und melden sich auch an bei Wer wird Millionär bei RTL. Jeden Montag, glaube ich, läuft das immer. Und ich glaube, ich melde mich da auch an. Ich glaube, ich habe gute Gewinnchancen, würde ich sagen. In dem Sinne, ja, tschüss. Haben Sie. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Auf Wiedersehen.